viel Spaß, alles Gute und weiterhin gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Steinfart. Liebe Hackelsteckerer, ihr seid ja eigentlich schon oft genug angeredet worden, aber ich sag's einfach so gern, weil es ein wunderschönes Wort ist, liebe Hackelsteckerer. Sehr geehrter Herr Steinfart, verehrte Repräsentanten des verdienstvollen Vereins der Münchner Brauereien, ich höre immer wieder, und das geht bis in den Heimat- und Sachkundeunterricht, den die Grundschüler in der vierten Klasse erhalten, dass seit jeher ein gut christliches Dorf einen Maibaum hat, wie es schon im Mittelalter gewesen sei. Das ist nun leider falsch. Und deswegen entgehen Sie jetzt nicht einer Geschichtsminute, wo es richtig gestellt wird. Der Maibaum ist zwar wirklich uralt, aber in seinem Ursprung ist er ein keltisches, also heidnisches Fruchtbarkeitssymbol, das immer im Frühling aufgestellt worden ist. Und erst im 19. Jahrhundert sind immer mehr bayerische Gemeinden dazu übergegangen, einen Maibaum aufzustellen als Symbol der Gemeinde, als Ausdruck bürgerschaftlichen Stolzes und natürlich verbunden mit einem Wunsch. Der Wunsch ist, dass man überall dort, wo der Maibaum zu sehen ist, also bis zur Grenze der Ortschaft und vielleicht noch von den Feldern der Umgebung her, dass man dort vor Blitz, Hagel und Mäusefraß verschont bleiben möge. Also diesen Schutz haben wir jetzt hoffentlich, zumindest am Viktualienmarkt, einen Schutz vor Blitz, Hagel und Mäusefraß. In München müssen wir ja kleinlaut zugeben, dass wir keine Tradition bis ins 19. Jahrhundert haben. Nein, der Brauch ist viel jünger, aber dafür haben wir den schöneren Maibaum. Bei uns wurde ja im Jahre 57, kurz vor der 800-Jahr-Feier, der millionste Münchner Bürger begrüßt. München wurde Millionenstadt. Und da haben vor allem norddeutsche Gazetten geschrieben, so richtig nach Millionenstadt schaut München nicht aus, das ist eher ein Millionendorf. Das war als Schimpfwort gemeint, aber es ehrt uns natürlich, dass es dörfliche Situationen noch gibt, nicht bloß hier am Viktualienmarkt, sondern in vielen Stadtteilen, die ihren Ortskern erhalten haben. Und damals hat der dritte Bürgermeister Albert Bayerle gesagt, ja, wenn wir ein Millionendorf sind, dann bräuchte eigentlich wie jedes Dorf auch einen Maibaum. Aber das war einfach in den Raum hineingesagt und da sind die Worte verklungen. Aber die Brauer, die haben gesagt, das ist eigentlich eine unheimlich gute Idee, und haben sich zusammengesetzt. Und wenn sich Brauer zusammensetzen, dann geht es immer unheimlich schnell, weil die sich eh immer alle einig sind. Also was soll ich sagen, schon 5 Jahre später ist tatsächlich ein Maibaum aufgestellt worden, 1962. Das war der erste. Und wer je über den Viktualienmarkt bei schönem Wetter wie jetzt spazieren geht, der weiß, wie liebevoll alte Münchner diesen Maibaum annehmen. Manche streicheln ihn regelrecht wie die Löwen vor der Residenz. Und die Gäste aus aller Welt können sich dumm und dappig fotografieren, um ihn von allen Seiten und in allen Abschnitten abzulichten und das dann in Tokio oder sonst wo ins Familienalbum zu kleben. Also er ist wirklich für die Gäste der Stadt, aber auch für traditionsbewusste Münchner
ein ganz bedeutendes Symbol des Millionendorfs München. Und für den heutigen, ich habe in meiner Amtszeit schon etliche Maibäume entgegennehmen dürfen, weil es immer bloß ein paar Jahre halten, aber ich sage hoffentlich auch mit Ihrer Zustimmung, dieser Maibaum, den wir dank der Pilzerkrankung des Vorgängers pünktlich zum Stadtgeburtstag 850 Jahre München erhalten haben, ist ein ganz besonders schöner und stolzer Maibaum, und dass er die Hackelstädterer, um das wunderbare Wort nochmal zu gebrauchen, die ihn hergebracht haben und aufgestellt haben, ein herzliches Dankeschön im Namen der Münchner Bevölkerung.